Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, jetzt wird's Zeit, in unser Camp zu gehen, damit wir unsere Sachen einpacken können und woanders hingehen können. Ach, endlich kommen wir von Horseshoe Overlook weg. Fand ich nie besonders schön. Und das Gute daran ist, wir gehen an den schönsten Camport, den ich kenne in Red Dead Redemption 2. Da wäre man irgendwann auch wieder vertrieben, dann gefällt's mir nicht so und danach weiß ich tatsächlich gar nichts mehr, weil ich dahin nicht gespielt habe. Also bis zum Ende von Kapitel 3, beziehungsweise kurz der Anfang von Kapitel 4, habe ich noch mitgemacht und danach wird's für mich komplett dunkel. Hab keine Ahnung. So. Ach, hier war man ja schon bei dem Grab. Oh. Alles gut? Alles gut? Wollt ihr nichts antun? Wollt nur sehen, wer hier was macht? Manche Bäume sehen echt interessant aus. Und ich weiß nicht, wann Arthur sich dafür entscheidet, einen besonderen Ort oder eine besondere Aussicht zu dokumentieren und wann nicht. Ist an dem... Hä? Hast du was gesagt, Arthur? Ah, nee, da. Ihr sagt was. Servus, Jungs. Alles gut bei euch? Hier steht ein Pferd. Warum steht hier ein Pferd? Gehört doch wohl zu jemandem. Keine Ahnung. Da hängt irgendein Traumfängergestrüpp. Ah, das kann man jetzt untersuchen. Boah. 20 Stück muss ich davon finden. Oh je, oh je. Na gut, jetzt sind es ja nur noch 19. Da ist auch noch so ein Baum. Wäre ja lustig, wenn da nochmal Traumfänger dran wären. Ja, wir schauen das mal an und dann geht's rüber zum Camp. Ich habe echt Bock, hier in dem Spiel wieder zu jagen. Bei so einem guten Wild, was da angerannt kommt. Okay. Keine Traumfänger. Obwohl man Alkohol auch so bezeichnen könnte. Aha. Was muss ich mit der Flasche machen, die runterschießen? Entschuldigung, mein Pferd. Hat das was gebracht? Nö. Dann mach mal die halt kaputt. Entschuldigung, Pferd. Ich treff halt nicht. Die klippt auch in den Baum rein. So. Was hat das Ganze jetzt gebracht? Ein Goldnugget? Mensch, ich werd ja richtig gut darin, die Dinger aufzuspüren. Her damit. Das hat sich doch gelohnt. Gibt's sonst noch was? Na, hat jemand aber viel zu viel getrunken. Ginseng hängt da ein... Ah, da oben steht's. Okay. Noch irgendwas Interessantes? Gut. Also ich hätte den Baum jetzt eher markiert. Ich finde das beeindruckender als Traumfänger, aber na gut. Mensch, ist das wieder eine Aussicht. Und wenn ich's richtig im Kopf hab, werden wir... Lasst mich kurz mit einer Waffe zielen. Nicht auf den. Werden wir ungefähr dahin unser Camp verlagern. Sind also richtig schön am See. Ach, ich freue mich drauf. So, genug gelabert. Jetzt wird es Zeit, den Plan tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wenn kein Welt-Event dazwischen kommt. Oder ein O'Driscoll-Camp. Das sieht nicht aus wie ein O'Driscoll-Camp. Es sind ein bisschen wenig Leute da. Wir können ja mal Hallo sagen. Zur Not mit der Waffe. Hallo. What business you got here? Gar nichts. Nur auf der Durchreise. Oh je. Haben wir schon wieder jemanden gegen uns aufgebracht. Ich lern's einfach nicht. Der hat aber auch ein cooles Pferd. Was bist du für ein Pferd?
Ich wollte nicht zielen. Sorry. Na nee, gut. Kein Pferdediebstahl, bevor wir umgezogen sind. Irgendwie müssen die uns ja auch im neuen Camp finden. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ja. In die Pferdeherde damit. Ja. Keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. Ja, Paris ist nett. We find someplace sensible. Nur ein bisschen teuer. Following us and lie low. This is lying low. You turned into a bunch of killers. I mean it. So, ja. We moving? Das sind wir ja. We are just trying to survive. Und wir sind die Besten. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Constipated heißt nicht verkrampft. Das heißt verstopft. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Da wäre ich mir nicht so sicher. Na gut, dann schwingen die Hufe. Okay, dann schauen wir mal, ob der Campplatz sicher ist. Oh. Ja, komm schon. Lauf, Junge, Mädchen. Lauf. Ach, was für ein gutes Pferd das ist. So, where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. War doch nur ein kleiner Mist, den wir da gemacht haben. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Das immer ja. We are. Ah, Charles sagt ja dasselbe. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Ich versuch's. Ich wollte nur mein Pferd nicht zu eine steile Klippe runterjagen. Das geht meistens schief. Ah, Wildpferde. Ansonsten sieht's hier echt hässlich aus. Hier will ich nicht campen. Wo ist denn Charles, wenn man ihn braucht? Ah, da. Da kommt er. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Nicht wirklich. Ah, ein Geier. Was zum Geier machen die denn da? Ja, eine Leiche. Diesmal war ich nicht. Boah, sieht der bleich aus. Hätte man mehr in die Sonne gemusst. Sicher, dass es kein Vitamin D-Mangel war. Boah. Dann schauen wir mal. Look, here it is. A few tents, but
Place looks empty. Let's have a look around and make sure. Kann ich hier was looten? Kann ich. Dosengemüse. Dosen Mais. Noch besser. Schmeckt gut auf der Pizza. Vor allem auf der Salami-Pizza. Oh, ich muss... Heute muss mein Glückstag sein. Noch drei Dosen. Ja, damit. Mein Mais. Nein. Wieso nimmst du nicht mehr Mais auf? Ach, die Leiche schaut alles voll. Was liegt denn hier drin? Pistolenmunition. Ja. Someone's been here. Sure. Hey, da ist jemand. Someone's still here. There ain't no one here now. Doch. So sure about that. Dann nehmen wir mal die Barrikade da weg. Wäre ich die Frau, hätte ich wahrscheinlich sofort abgedrückt und später okay. Fragen gestellt. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. Ach, ich mag Charles. Schade, dass er sich uns angeschlossen hat. Wir sind viel zu schlecht für ihn. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ja. German? Fließend, meistens. No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where? Where did they take him? They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Ah, dann such man mal nach Papa. Let's see if we can pick up a trail. Bevor es ernst wird, wird hol ich mal meine Bäffchen raus. So. There. Tracks. Oh, ein Wildschwein. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. Ah, kein gutes. Kein gutes. Du siehst Hufmarkierung? Ah. What's going on with you? Der kommt schon ohne mich klar. You're just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Think this is the right way? Give me a second. Ich sehe einen Scheiß. Ich sehe nur deine Hufspuren. Okay, looks like they go down this way. Oh, ich vertraue ihm einfach mal. Er scheint der Experte zu sein. What happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. Ja, das definitiv. Ich halte dicht. Hold up. Let me check this. Zumindest oben rum. Oh, da gibt's schöne Fische. Schaut euch die Klopper an. Back to what I was talking about. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Drei Männer mit dem Kontrabass im Boot. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, ah, ja. Well, na ja. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? Gar nichts. He disappeared on us for a while. Vorsicht. Wait a second. Just want to look closer here.
ist der einfach in mich reingeritten. Und der hat bestimmt nur Teilkasko. They carry on along this trail. Now, as I was saying, when Jack was real young, a long while, a year or more. He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Gut möglich. Bin sehr nachtragend, auch im Spiel anscheinend. Seems deserted. Let's take a look. Charles, da brennt ein Feuer. Du kannst nicht sagen, dass es hier niemand mehr gibt, wenn da Feuer brennt. Hey, da hinten ist der Typ. Der windet sich. Spuren lesen ist Charles gut. Ja, da hinten. But you know something? This is a better camp spot than back there. Das finde ich auch. Und viel schöner. Maybe. Ja, ist ja gut. Ich hab dich ja schon gesehen. This looks like our fella, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. Ja, alles zu seiner Zeit. Jo. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne! Vorsicht! Ich bin immer vorsichtig. Ich sehe gar nichts mehr, ist wieder so dunkel. Oh, ich will die andere Waffe jetzt erstmal. Nein! Ich mag den Lancaster. Gib doch nicht nur an. Tja. Oh. Mehr Gegner. Da ist einer. Und ja, ist einer. Und ich treffe nicht gescheit. Oh oh. Nein, ihr werdet sterben. Nicht weglaufen. So. Sehr gut. Ja, ich schau auch noch mal hier nach. Ja, sofort. Sofort. Oh, bevor du verbrennst. Cut him free. Let's ja. Bevor hier alles in Flammen aufgeht. Ich sehe dich. Hab Bitte, dich nicht vergessen. Lass ihn mich gehen. Ja, natürlich. Charles, vorsichtig. Ach, du merkst es ja selber. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Hey, you wait there a second. Charles. Go find Dutch, get the caravan to divert here. Die Pferde spinnen gerade. I agree. Du wolltest hier noch erst looten. Ganz ruhig, ist nur ein Feuer. Ist nur ein Feuer. Das kennen wir seit Tausenden von Jahren. Seit Hunderttausenden Jahren. Alles gut? Jo. Gibt's eigentlich Pferde-Valium? Das wäre praktisch. Jo, gern geschehen. Weiß nicht, über was ich da geritten bin. Pferd hat sich auf jeden Fall beschwert. Wo geht denn hier der Weg lang? Ich sehe nichts. Die hätten die wirklich mal befestigen können, die Straßen. Gleich asphaltieren. Damit kenne ich mich aus. Tja, glaube ich, habe was gefunden. What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look. I'm sorry, friend. I can barely speak English. Oh, man muss Arthur einfach mögen. Wenn man davon absieht, dass er so viele Menschen tötet. Ja, das muss man in dem Spiel einfach. Ich mag ihn irgendwie. Und wir schauen, dass wir nicht zu böse werden. Es sterben nur die Reichen und die Bösen. Und manchmal Unschuldige. Aber nur manchmal. Dem Herrgott sei Dank. Ja, dem auch. Schatz! Oh,
Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Ach, ist das schön. Gewesen, meine Lieblinge, mein Herz allerliebst. Oh, schöne Wiedervereinigung. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ich weiß. Ja. 1,83. Das ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Gerne wieder. Legt er mir einfach ein, ja, Goldklumpen in die Hand. Ach, ich liebe die Mission. Feinde töten, gute Menschen retten, Goldbarren dafür bekommen, das ist einfach fantastisch. Oh, this place ought to be perfect for us. Hello, Arthur. Hi. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Die größte Belohnung der Mission ist das neue Camp. We are going to make the best of it. Einfach das beste Camp, das ich kenne. Ach, ich freue mich. So, Kapitel 3. Clemens Point hat angefangen. Ich glaube, insgesamt gibt es 6 Kapitel, wobei das 6. ein bisschen kürzer ist. Weiß ich nicht. Irgendwie so steckt die Information in meinem Kopf. Kann alles falsch sein. Kann aber auch teilweise richtig sein. Ach, endlich wasche ich mich mal. Und wir können den Bart mal wieder auf vernünftige Länge jetzt bringen. So. Aber Mensch, ist das wunderbar. Da ist ein Regenbogen. Da ist ein Regenbogen. Ich glaube, ich muss meine Angel rausholen. Ich muss kurz was angeln. Wäre die Frage, kann ich die Fische nicht einfach auch mit dem Gewehr erschießen, wenn man sie so deutlich am Rand sieht? Es stehen neue Pferde in den Ställen von Scarlet Meadows und Strawberry zum Verkauf. Na wunderbar. Sobald wir mal Geld haben. Sind hier überhaupt Fischis? Ich sehe gar keine Luftblasen. Ist das eine Voraussetzung? Also so typische Fischbewegung im Wasser. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Da, wo sie halt gerade rumlungern, auf Feinde warten, die sie ausrauben können. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so mit Fischen aus. War zwar öfter mal angeln mit meinem Vater, aber hängen geblieben bin nur ich mit der Angel. An diversen Masten. So. Können wir gar nicht fischen gerade. Also wir könnten die Angel rausholen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach, einfach wunderbar. Ich muss hier auch ein bisschen langsam gehen, damit ich mich dran gewöhne. Das sieht so, so fantastisch aus. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall erstmal was für den alten Arthur hier. Wir haben genügend Campfunds, damit ich mal mein Zelt upgraden kann. Ich glaube, Dutch ist zuerst dran. Aber danach soll es auch für mich reichen. Hey, die Pferde müssen doch immer draußen bleiben. Wieso ist hier ein Pferd drin? Arsch. Der darf das anscheinend. Und das kackt direkt vor meine Pritsche. Ich glaub's ja nicht. Oh, ich liebe dieses Camp. Ah, da hinten ist die Kasse. Richtung See. Doch. Dutches Zeug hier laufen. Da ist es. Da ist es. Beitrag leisten. Nein, ich will keinen Beitrag leisten. Na gut. Wir leisten kleinen Gegenstand spenden. $25. Ja, warum nicht? Das ist wie Bargeld. Das zählt nicht mehr. Nur das, was aktiv vom Konto runterkommt, das zählt. So. Ja, ich will das spenden. Kann ich mich alles spenden? Boah. Nicht draufdrücken? Nee. Muss Enter. Ich muss das Enter. $8 pro silberne Taschenuhr. Und Goldnugget, das nur 25 wert. Okay, mehr kann ich anscheinend gerade nicht spenden. So, dann aber Kontrollbuch.
Was kaufen wir uns denn Schönes? Die Sinne schärfen. Ach, Arzt, nein. Kann ich Vorräte auffüllen? Ja. Für $25. Ja, damit. Und Medizin auffüllen. So, wunderbar. Eins nach dem anderen. Dutch will etwas Gemütlicheres. Ja, soll er mal haben. Danach bin ich dran. Ist das jetzt gemütlicher? Bisschen. Könnten wir uns nicht Holzhäuser bauen? Der nächste, bitte. Das bin ich. Und ich bin auch der teuerste. Ach, wunderbar. Pflegeartikel. Und ich kann hier schnell reisen. Das freut mich. So, für alle. Alle übrigen Zelte. Uiuiui. Gar kein Campgeld mehr. Das tut mir leid. Ich habe jetzt alles ausgegeben. Ich glaube, da müssen wir nochmal was reinstecken. Ja, guten Morgen. Beitrag leisten. Arthur. So viel Gegenstand spenden. Nur 300... Ach, ich habe nur einen kleinen Goldbarren bekommen. Oh, was soll's. So, Platin-Taschenuhr, $12. Gold-Nugget. 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 Oh, und die ganzen Gürtelschnallen auch. Dann müssen wir die schon nicht zum Healer bringen, ich glaube. Geldmäßig ist das 1:1 dasselbe. Nur, dass es jetzt dem Camp zugute kommt. Und ich verliere mein Bargeld nicht. Okay, mehr wollte er mich nicht spenden lassen. So, dann können wir eigentlich im Kontrollbuch noch für jeden anderen das für $300 kaufen. Schön, dass die anderen so billig sind. Dann haben wir immer noch $112. Ja, sieht das jetzt nicht schön aus? So viel Unterschied erkenne ich gar nicht, aber scheint den Leuten zu gefallen. So, wunderbar. Haben die auch was davon, dass wir hier schön umgezogen sind? So, was will Dutch jetzt eigentlich von mir? Oh, Raubüberfall. Er ist mir wichtiger. Und Charles will jagen gehen. Egal, erstmal Raubüberfall. Ich muss mal ein bisschen schneller hier gehen, sonst kommen wir heute nie an. Ist immer das Problem bei dem Spiel. Guten Morgen. Immersion gegen Reisegeschwindigkeit. Also ich bin immersiert, wenn das wirklich ich mich so verhalte wie ein Cowboy, aber manchmal muss es schnell gehen. Sehr gut. Ist mir egal, ich brauche Geld. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Das ist egal. Local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. Sehr gut, bin they're dabei. Highway robbers, kidnappers, apparently. Ich they're bin well überzeugt. Hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. It's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Nur mal schauen. Just take a look. Javier hat denselben Gedanken gehabt. It's up north, on the other side of the river from Valentine. Best way there is through Cumberland Falls, though. Ich hab das weniger coole Pferd. In der Nähe von Valentine? Da wäre man nicht gern gesehen aktuell. Ach, zumindest. Vorsicht! Pferd hin von hinten. Ach, schön hier. Jo, da muss ich zumindest nicht selber reiten. Das übernimmt der Autopilot. Und ich höre mein Getrappel. Und ein Flugzeug. Ja, das ist eher von draußen. Okay, we're pretty close now. Let's stop and... Ja, wenn ich die richtigen Waffen habe. Ich will ein anderes. Pferdewaffen, so. Ja, erstmal bewaffnen. There's a spot up ahead where
We should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Woher weißt du das, dass man da einen guten Blick hat? This family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. Ach, wie die Bayern. Like outsiders, especially on their turf. Ja, wie die Bayern. You just keep selling me on this job, don't you? Oh, big place, right? Oh. Kann ich noch ranzoomen damit? Ich glaube nicht. Ich hab doch was viel Besseres gehabt als meine Binokulare. Damit kann ich aber ranzoomen. Must be a lot of people living here. A large house. Stash could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. Das ist egal, ich schieß alle um. Sure about this. Boy, I think we need to draw them out somehow. And I got an idea. Follow me. Ach, sehr gut. Muss ich schon keine Idee haben. Macht das Leben entspannter. Er geht aber ziemlich zügig. Warte auf mich, ich will auch mitschießen. All these trees. I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us, too. Coast seems clear so far. Yeah, so far. Ja, wir sollten halt auch nicht so laut reden. Wenn da direkt hinter deinem Hügel einer gerade pisst, was machen wir dann? Hey, keep it down. I hear voices. Oh je, Stimmen hören ist nie was Gutes. Come on, let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Na gut. You smuggling the girls at the market? No work to pride on. Shut your gopher, no, don't you? Halt die Schlabber! Wie komme ich da rüber? Stay quiet. Creepers! Don't score notions in the Dippy Clinic head. Where you been now, Newt? Don't be boiling now, Pappy. I was gone but 10 minutes I was. You can hollygag on and out day long, because Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gopher, or I'll flagger your felt, I will. Ja, die sprechen tatsächlich komisch. Up. Go guard the shed. Go! Kann ich die nicht einfach jetzt umbringen? Not much of it. Bewacht die Scheune, habe ich verstanden. Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Sehr gut. Bin auf dem Weg. Total unauffällig. Hab auch Tarnkleidung an. Zumindest sieht man das Blut von meinen Feinden dann nicht mehr. So. Oh, hier ist einer. Irgendwie im Haus. Ah, der hat was angezündet. Oh, Swanking Heck! Slinking Heck. What's a hickory happen here? Kommen da nicht noch mehr? Geht hier nur darum? Ach Mensch, der Spaß ohne mich. Gern geschehen, Javi. Ich hab doch was mit Visier. Ah, das war der falsche. Einmal. Und komm her. Komm her. Ah, shit, nicht getroffen. Ah, immer diese Hitmarke. Komm schon. Lady. Mit noch einem Loch mehr gerade.
der letzte? Nee, da sind noch zwei drin. Boah. Jungs, einer nach dem anderen. Oh, in die Weichteile. Das ist schmerzhaft. Glaubt, der ist tot. I don't see any more of them. All right, quick. Let's look for the stash. They weren't shy about defending that barn. Let's check in there first. Naja, erstmal hier. Erstmal hier, wenn wir schon da sind. Guter Wein. Und gute Geldscheinklammer. Oh, die Pferde sind wieder ganz wild. Sind das Premium-Zigaretten? Ja, da muss ich erstmal eine rauchen. Wir brauchen die Sammelbildchen. Wo sind sie denn? Da. Immer noch ungesund wie sonst was. Aber die Bildchen sind cool. Ja, sofort. Da ist Käse. Na gut, schauen wir uns erstmal um. Bevor der hier mit der ganzen Beute allein. Ja, nicht so stürmisch. You want the money or not? Come on. Ja, will das Geld. Dann schieb mal mal. Wäre es nicht sinnvoller, das zu ziehen? Ah, well, look what we have here. Oh, mindestens $20. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Boah, hat ein riesiges Geldbündel. Wieso habe ich nur so ein kleines? Dem sein Geldbündel war gerade viel größer. Jetzt Arthur, geh nicht immer weg. Wir müssen hier alles looten. Nur $175, das ist ja gar nichts. Das reicht für eine neue Waffenlackierung. Ich bin echt nicht sehr gut mit meinem Geld hier am Umgehen. So, da ist nichts mehr. Vielleicht ist oben noch was. Ah, eine Truhe. Ohohoho, da ist auch noch mal Geld drin. Geldhaufen sogar. Ein Glückhammer habe ich schon weggeschickt. Das gehört jetzt nämlich alles mir. Kriegt das Camp auch nichts davon ab. So. Müssten die Pferde echt mal beruhigen. Das ist echt wie hart, was die hier... Nein, nicht hoch, nicht hoch. Ja, bleiben auf dem Boden der Tatsachen. So. Die Hammer geplündert. Und die beruhigt man jetzt kurz. Nicht fliehen. Müssen wir beruhigen. Boah, der Weiße ist ja cool. American Paint. Mit Tobiano-Tarnung, okay. Ja, ihr seid angebunden. Ihr haltet jetzt mal schön die Phrase. So, dann... Ja, immer Türen mit Kavums öffnen. Da haben wir irgendwie einen Köder für Pflanzenfresser. Und ansonsten... Ja, Brotkanten und sowas. Ich glaube, hier sind wir durch. Dann können wir die netten Herren ein bisschen weiter vorne mal looten. Ist das Tabasco? Ja. Kann zumindest nicht aufheben. Mensch, die Geier sind aber schnell hier. So. Was hast du denn an dir? Raubtierköder. Nichts anderes. Kein Geld, kein gar nichts. Ein bisschen schade. So, dann haben wir aber noch ein ganzes Haus, das wir durchsuchen müssen. Das ist aber auch ein gutes Pferd. War man nicht bei dir? Doch, du bist das American Paint. Ich dachte, du sahst ein bisschen dunkler aus. Also eine Mischung aus Weiß und Braun finde ich richtig genial. So, was haben wir hier noch? Irgendwas draußen? Nö, dann schauen wir mal rein. Ist ja heimelig, da brennt noch ein Feuer.
Nee, ich bin anscheinend kein Cracker-Liebhaber. Anscheinend esse ich die nicht regelmäßig genug. Ach, ich muss nochmal rauchen. Boah, geht das auf die Lunge. Fangt ja nicht an zu rauchen, Kinder. Schön, schön. Mehr Zigarettenbilder. Ist das Brandbeschleuniger? Ist es Kentucky Bourbon? Also würde ich sagen, ja. Dann erstmal runter mit dem Alkohol. Alkohol. Gin, Gin, Rum, Rum, Bourbon. Weil dann trinkt man eine Flasche und kriegen gleich noch eine Flasche mit. Dann macht es nicht so wirklich Unterschied. Hier ist eine Karte. Oh, leck mich. Nochmal rauchen. Man gewöhnt sich ja an alles, was? Oh, das waren normale Zigaretten. Das bringt gar nichts. Ui. Die Lunge wird's mir nicht danken. Ich dachte, das wäre hier irgendwie eine schöne Karte, mit der man interagieren kann. Ja, ah nee, das war die Karte. Ja, ja, weglegen. Pferderassen. Was haben die da markiert? Irgendding. Ist das wichtig oder ist es deren Standort? Könnte ja auch eine Schatzkarte sein. Naja, wir müssen hier erstmal Zeug durchsuchen. Da oben steht doch was. Waffenöl brauche ich nicht. Was ist da oben? Warum komme ich da nicht ran? Komm schon. Arthur, gib dir Mühe. Das ist echt hier teilweise... Wundertonikum ist das, okay. Dann geht's weiter mit unserer Durchforsterei. Vielleicht findet man noch mehr Zigaretten irgendwo. Schrank ist leer. Haartonikum, wunderbar. Hätte ich vor ein paar Episoden echt gebraucht. Homemade. Haargel in irgendeiner komischen Form. Wenn wir nichts mehr aufheben, dann gehen wir mal hier hoch. Ein Waffenkoffer. Da müssen wir natürlich plündern. Was haben wir da? Was haben wir da? Eine Pump Action. Hab ich doch schon. Meine ist aber noch designt und besser. Nee, ich habe hier eine... Ups. Ich habe hier eine Pump-Action. Ja, ja, die Waffe müssen wir auch wieder mal ordentlich durchölen. So, was haben wir hier? Ein Haufen nichts. Ein Haufen nichts habe ich aber zu Hause. Kann man den Sattel wenigstens klauen? Sieht nicht danach aus. Jo. Schublade durchsuchen. Ich hätte jetzt noch auf den Wecker gehauen. Generell, weil ich eine Aversion gegen Wecker habe. Komm schon, mehr Geld. Mehr Geld in mir tun. Rum. Sonst nix. Kann ich nicht die First Person hier auch ein... Doch. Wunderbar, dann kann ich wahrscheinlich mal ein bisschen besser looten. Ja. Tja, elegant runtergegangen. Ein Raum haben wir noch und dann sind wir hier, glaube ich, durch. Dann können wir uns noch die Pferdchen ansehen. Ein Verbandskasten kann auch nicht schlecht sein. Arznei, Hammer genug. Verbraucht mal so wenig. Weil immer, wenn es ernst wird, setze ich eben ein Deadeye ein, weil ich sonst nicht treffe. Und das kennen wir ja schon. Hier sind auch Pferde. Ein großes, was bist denn du für ein Standardbred? Sieht aber groß dafür aus. Buckskin. Nicht schlecht. Und was bist du? Du bist auch so ein tolles Pferd. Du bist ein American Paint. Okay. Oh, wir waren noch gar nicht da oben. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, wie wir da oben gerade reinkommen. Das ist hier kein Assassin's Creed. Schade. Wollen wir uns ein Pferd mitnehmen? Das Große finde ich ein bisschen zu groß. Schlecht wäre es nicht.
Renntauglich. Also von... Können wir das nicht komplett umlackieren? Sagen. Rein farblich nicht unbedingt mein Tier. Hey, das hat mich nicht getreten. Yay, Zigaretten, ich werd nicht mehr. Ah, das finde ich relativ gut. Können wir ja uns ausleihen. Unser anderes kommt ja eh mit. Hui! Reitet sich noch ein bisschen komisch. Ja, das kriegt man schon hin. Das kriegt man schon hin. Ja. Nicht schlecht aus. Ist jetzt aber auch nicht besonderes. Nichts besonderes von den Statistiken her. Muss es ja auch nicht unbedingt sein. Ach, hätte das andere doch nur ein besseres Pferdefell gehabt. Servus. Du hast ein cooles Pferd. Was ist das für ein Pferd, Mister? Na gut. Der will in Rente gehen irgendwann. So ungefähr hat er das gerade gesagt. Da können wir ihn nicht kurz vor der Pension erschießen. Good girl. Ja. Ja, die Frage, will ich das Pferd hier wirklich behalten oder holen wir uns nicht direkt mal ein gescheites? Weil ich bin sehr für gescheite Pferde zu haben. Auch irgendwie richtig, richtig gute Araber-Hengste. Zumindest wo das Weiße ist, weiß ich. Das könnte man uns echt holen. Das ist eins der besten Pferde. Weiße Pferde verschmutzen halt so schnell. Dann sieht es immer halt grau aus. Aber wäre ein gutes Pferd. Zum Pferd springen? Nee, danke. Im Moment nicht. Will nur mal ein bisschen hier noch Land gewinnen. Ja, nicht so eine nette Gegend wie da, wo wir gerade Camp geschlagen haben. Was ist denn das? Wir haben hier Geysire? Sehe ich zum ersten Mal. Oder hab schon längst wieder vergessen. Das ist ja cool. Boah. Geiles Wasser. Ich habe das Revier eines legendären Tiers gefunden. So, hoffentlich geht das nicht schief. Kocht es oder sprudelt es? Es sprudelt. Boah, ist das nice. Eine Therme haben wir hier. Solange der Vulkan nicht ausbricht. Da haben wir dann... Also hier haben wir erstmal einen Überrest von irgendwas. Ah, da haben wir eine Spur vom legendären Tier. Dann wissen wir wahrscheinlich, was wir nächstes Mal tun werden. Ich würde hier Ist das das legendäre Tier da oben? Nö, ist nur ein normaler Wolf. Okay, dann schauen wir noch einmal kurz nach. Oh, legendärer Wolf ist tatsächlich hier. Oh, das Pferd ist nicht nervös, das kackt nur. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, jagen wir das erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin.